und eure digitalen Fragen. Jetzt geben wir ab, aus guten Gründen, KI als Innovationsmotor. Ich hole schon Britta hoch, jetzt in dieser Minute, wie Hochschulen und Bildungsträger Regionen stärken. Jetzt geht es um die Frage der Innovationskraft der Regionen, die auch ganz besonders eine hier ist. Ich lege das jetzt in deine Hände und du machst alles weiter. Wir haben ein fantastisches Panel. Und nur noch eins ganz kurz. Wenn ihr digitale Fragen jetzt reinschickt, eure Widersprüche, da melde ich mich mit einem roten Zettel, wenn ihr Fragen habt, mit einem gelben Zettel und misch mich damit in den Diskurs ein. Ansonsten laufen wir uns hier jetzt erstmal warm und dann nehmen wir auch eure Fragen auf. Bis gleich. Ganz vielen Dank, Andrea. Wir sind ja mitten im Innovationspark für KI hier in Heilbronn und deswegen einmal ein bisschen Aktivierung. Ihr müsst nämlich jetzt richtig laut applaudieren, wenn unsere Panelisten einmal auf die Bühne kommen, insofern sie bereit sind. Also, genau, vielen Dank. Nicola Marsten von der Hochschule Heilbronn, Jan Hartmann von IDS, Miriam Biller von Applied AI und Markus Hagner von der 42 Heilbronn. Du hast übrigens auch Studis. Super, perfekt, hast du wunderbar mitgebracht. So, wir sind ja alles irgendwie Akteure, nicht irgendwie, aber Akteure und Elemente des KI-Innovationsökosystems, das hier in Heilbronn entsteht. Und Partner, Akteur auch innerhalb des IPAI, des Innovationspark für künstliche Intelligenz. Und der IPAI, der hat sich einiges vorgenommen. Der möchte nämlich Europas größtes KI-Innovationssystem, Ökosystem werden. Und wir vom KI-Campus, wir haben uns natürlich die Frage gestellt, innerhalb eines KI-Innovationsökosystems, was können denn die Bildungsträger tun, damit man solche Systeme stärken kann in ihrer Innovationskraft? Was können Bildungsträger, aber auch natürlich Hochschulen tun, um hier die Regionen glänzen zu lassen? Und was uns dabei auch wichtig ist, ist, dass wir die Learnings, die wir hier gerade in Heilbronn sammeln und in Baden-Württemberg insgesamt, natürlich auch in die vielen anderen KI-Innovationsökosysteme übertragen können. Also ich weiß, es entstehen einige und es gibt sie natürlich schon, Berlin, München, Köln und so weiter. Aber natürlich ist es auch wahnsinnig wichtig für uns und auch natürlich auch an das Publikum gerichtet, Informationen, gute Learnings, Tipps zu bekommen, wie denn eigentlich auch das Innovationsökosystem speziell in puncto Bildung sich hier in Heilbronn nochmal entwickeln kann. Was haben die anderen uns quasi als Learnings mitzugeben? Wir fangen nochmal basal an und zwar lieber Jan von IDS. Du bist Geschäftsführer eines tollen mittelständischen Unternehmens hier in der Region, vertrittst auch sehr gut den Mittelstand und ihr seid sehr KI-aktiv, das ist toll. Richtig, ja. Und gerade dich möchte ich nochmal fragen, was denn eigentlich die KI-Technologie, welche Bedeutung sie eigentlich für euch hat als Unternehmen und für den Mittelstand hier in der Region? Ja, genau. Wie du gesagt hast, wir sind ein typisch mittelständisches Unternehmen, direkt neben Heilbronn in Obersum angesiedelt, haben 350 Mitarbeitende und von daher so ein ganz klassischer Mittelstand. Wir beschäftigen uns viel mit KI in unterschiedlichen Richtungen. Zum einen produkttechnisch, also wir vertreiben KI-Produkte für unsere Kunden. Wir stellen sind Kamerahersteller. Unsere Kameras sind Sensorik für die Industrie, für ganz, ganz breit von Produktionsanlagen bis Gerätebau. Und wir versuchen so unseren Kameras Intelligenz zu geben, um die Dinge, die sie aufnehmen, auch erkennen zu können. Das ist die eine Thematik, mit der wir uns sehr, sehr viel mit KI beschäftigen. Die andere Thematik, die für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und die, glaube ich, auch für viele andere Mittelständler sehr wichtig ist, ist grundsätzlich, wie gehen wir mit KI im Unternehmen um, mit den Unternehmensdaten. Jedes Unternehmen erzeugt irgendwie Daten, sei es auf Finanzsicht, in ihren Gerätschaften, in ihren Maschinen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch für den Mittelstand. Jetzt sind wir ein Hochtechnologieunternehmen, die natürlich auch die Engineering-Power haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, auch im Softwarebereich. Aber jetzt mal auf den klassischen Maschinenbau gedacht, die ja doch den Großteil des baden-württembergischen Mittelstands auch ausmacht, im Metallbereich zum Beispiel. Hier sehe ich im KI wirklich große Potenziale, aber hier wird die Unterstützung benötigt. In dem Bereich KI, vor allem durch die Hochschulen, im Bereich praxisorientierte KI. Hier geht es nicht um Forschung, wie kreieren wir große Modelle, sondern hier geht es, wie kann ich es wirklich praxisorientiert anwenden. Mhm. Bist jetzt schon direkt beim Thema, nämlich die Frage wäre, wie genau du
ihr hier in der Region von den Hochschulen, von den Bildungsträgern unterstützt werdet. Und zwar KI machen ist einerseits, dafür braucht es einerseits die qualifizierten Fachkräfte. Und ihr braucht natürlich, das Thema hatten wir vorhin schon mal kurz, relevante Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, um selber voranzuschreiten. Welche Arten der Zusammenarbeiten habt ihr hier in der Region vor Ort mit Hochschulen und Bildungsträgern? Also grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit aller Form von Bildungsträgern sehr, sehr wichtig. Wir fangen schon im Bereich der Ausbildung mit Berufsschulen an, schon mit Gymnasien arbeiten wir zusammen, um Schülerinnen und Schüler frühzeitig an Technologie ranzubringen. Aber natürlich dann gerade im Bereich Hochschulen ist es sehr, sehr wichtig, um qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, es geht natürlich sowohl um die Forschung, was für uns durchaus auch interessant ist, weil wir eigene KI-Themen oder eigene KI-Technologie auch mitentwickeln. Aber wenn man jetzt den Gesamtmittelstand sieht, ist vor allem das Thema praxisorientierte, anwendungsorientierte KI sehr, sehr wichtig. Und das natürlich auch im Bereich der Forschung. Es muss halt auch einfach sein, einfach zu verwenden. Die KI-Technologie ist sehr komplex. Und warum hat ChatGPT jetzt auch durchaus so, ist in aller Munde, hat wirklich den Markt ja umgekrempelt. Wir reden seit einigen Jahren schon über KI und alle Unternehmen, unsere Kunden haben gesagt, ha, KI, wollen wir das wirklich schon machen? Wir wissen nicht genau, was da passiert. Und dann kam ChatGPT und plötzlich will jeder bei KI mitmachen. Und ich glaube, das ist, weil es so einfach ist. Ich rufe diese Oberfläche auf, tippe irgendwas ein und bekomme eine Antwort und denke, cool, das funktioniert auch so einfach. Und klar, auch da hilft dann auch vielleicht das Thema erklärbare KI, an der sehr viel geforscht wird. Weil immer noch genügend Mittelständler, vor allem eben sagen wir eher konservativeren Maschinenbau, konservativen Bereich, die wollen ihre Daten noch nicht unbedingt aus ihren Produktionsstätten rausgeben. Da ist das Thema Cloud in den letzten Jahren schon akzeptierter geworden für viele Unternehmensdaten. Aber wenn es dann wirklich um Produktionsdaten geht, was wir erzeugen, Bilder aus der Produktion ist ganz, ganz kritisch, die in die Cloud hochzuladen. Da haben wir sehr, sehr viel Überredungskunst ganz oft, dass die Daten vielleicht in der Cloud bei Microsoft oft sicherer sind als auf den eigenen Servern, wo ein ITler dran hockt und diesen Server so ein bisschen Cybersecurity schützt. Und ich denke, das sind Themen, wo die Hochschulen und die Bildungsträger durchaus auch unterstützen können, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wenn die Leute dann in die Unternehmen kommen, dann genau hier schon die Ideen mitbringen. Mhm, wunderbar. Forschung und Entwicklung. Ich gehe noch mal ganz kurz mit einer Frage. Ich schaue dich noch an, Jan. Kleine Frage. Wie gut könnt ihr eigentlich die Hochschulabsolventinnen nutzen, wenn sie direkt von der Hochschule kommen nach dem Bachelor, nach dem Master? Können sie direkt bei euch ins Unternehmen oder nicht nur bei euch, sondern auch bei den anderen Mittelständlern? Du hast ja einen guten Einblick. Können sie dort, sind sie direkt arbeitsfähig oder brauchen wir da noch was dazwischen? In der Regel eigentlich schon. Vor allem bei so neuen Technologien. Da bringen die Absolventen, Absolventinnen eigentlich eher mehr Input noch mit rein, weil es oft Themen sind, mit denen sich die Unternehmen vielleicht noch gar nicht selber beschäftigen. Mhm. Und von daher sind die bei uns schon arbeitsfähig. Jetzt ist unsere Branche, die branchenspezifischen Kenntnisse, müssen wir eh immer neuen Kolleginnen und Kollegen beibringen. Von daher ist da das eigentlich für uns irrelevant, ob es jetzt Absolventinnen sind oder ob die schon aus dem Berufsleben kommen und bei uns neu einsteigen. Branchenkenntnisse müssen wir eh lernen und uns hilft dann eher der Input, der forschungsnahe Input aus den Hochschulen und Universitäten. Wunderbar. Nicola, wir kennen uns ja schon länger. Du bist Professorin für Sozioinformatik an der Hochschule Heilbronn, warst auch im KI-Fellowship-Programm, um KI-Campus-Lernangebote curricular zu integrieren. Gerade noch mal aus deiner Tätigkeit an der Hochschule Heilbronn. Welche Bedeutung kommt insbesondere den Hochschulen zu, hier in der Region, auch darüber hinaus, um die Tech-Kompetenz, die Innovationskraft zu fördern? Und welche Schwerpunkte sind dir dabei insbesondere wichtig? Danke. Ja, also ich freue mich natürlich erstmal zu hören, dass unsere AbsolventInnen direkt einsatzfähig sind. Das ist natürlich etwas, was hart erarbeitet ist, um das mal so zu sagen. Also es ist zum einen natürlich das Thema neue Technologien, aber auch Arbeitsweisen und Prozesse und so weiter, wo wir wirklich schauen, dass wir auf dem Stand der Technik sind und die Innovationskraft wirklich sofort dann auch beflügeln können. Also wir haben ja als Hochschulen im Prinzip drei Leistungsbereiche. Das ist natürlich primär mal die Lehre, aber es ist eben auch die Forschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Third Mission, also Transfer, tatsächlich auch, was in den letzten Jahren ja sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Und wenn wir uns da die Lehre zunächst mal angucken, da ist es tatsächlich so, dass wir
Schon lange, als ich vor 20 Jahren an die Hochschule kam, hatten wir auch schon Lehrveranstaltungen KI. Aber das ist natürlich jetzt nochmal in den letzten Jahren mit einer ganz anderen Dynamik ausgestattet und auch mit viel mehr Ressourcen ausgestattet. Also wir haben ja hier auch wirklich eigene Professuren dann für Cybersecurity hatten wir gerade oder eben auch künstliche Intelligenz ja auch dann in Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Wir haben Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz, natürlich in den Informatikstudiengängen, im Software Engineering, im Games Engineering, in der Medizininformatik, in der Wirtschaftsinformatik, in den Ingenieurswissenschaften, aber auch in Studiengängen, wo man es gar nicht so vermuten würde. Das heißt, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt jetzt in der Lehre zu dem Thema. Wir haben mit der School for Artificial Intelligence jetzt angefangen, wirklich das auch zusammenzuziehen und daraus eigene Angebote zu machen. Das heißt, wir haben jetzt einen Studiengang, der jetzt losgeht zum Thema KI, der wirklich interdisziplinär aufgestellt ist, interfakultär und das Thema zusammenbündelt, werden da dann in Folge auch Weiterbildungsstudiengänge anbieten, um das entsprechend auch nach außen zu tragen, weil das ist so quasi die mittlere Säule. Wir haben auf der einen Seite dann eben die Forschung mit den Laboren, mit den Instituten, mit den Projekten, die wir einfach haben an zum Thema KI mit ganz, ganz verschiedenen Ausrichtungen, also sowohl sehr, sehr technisch als auch bezogen auf das Thema Kompetenzen, ne? Wie können Kompetenzen gematcht werden, haben wir Forschungsprojekte, wie können wir KI nutzen, um Spiele zu entwickeln, die dann auch tatsächlich Gutes für die Gesellschaft tun, das Thema Bildverarbeitung und so weiter. Also denke, das ist die Forschungsseite, die sehr stark dann natürlich auch die Lehre beflügelt und die andere Seite aber dann natürlich auch diese Transferseite, diese Netzwerkseite, wo wir durch die Hochschulen hinweg eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt sind, wirklich auch mit den Unternehmen zu arbeiten. Das ist ja so das eine, ne, da wirklich am Puls der Zeit zu sein, auch intensive Kooperationen zu haben, in Arbeiten, in Abschlussarbeiten, in Laborarbeiten, aber auch entsprechend mit der Öffentlichkeit, möchte ich mal sagen. Ich denke, das ist ja auch ein Punkt, wo heute schon drüber gesprochen wurde, wie wichtig das eigentlich ist, hier alle mitzunehmen, um hier auch nicht eine zu starke Polarisierung in der Meinungsbildung zu haben, ne, sondern da tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen, tatsächlich zu schauen, dass alle auch ein Verständnis dafür haben. Also wir haben ja morgen die Eröffnung des Urban Innovation Hubs, wo wir ja auch alle dabei sind und einfach zugänglich und leicht verständlich darstellen wollen, worum geht es hier eigentlich, EPI, künstliche Intelligenz, was hat das eigentlich mit mir zu tun, also mit dem konkreten Leben. Und was vielleicht noch von der Lehre-Seite wichtig ist, ist, dass wir jetzt tatsächlich auch hochschulübergreifend in der Regio-Winkelförderung mit AI Tracks heißt das, das Thema Ausbildung und aber auch Fortbildung, also Lehre, akademische Lehre und auch berufliche Weiterbildung dann entsprechend nochmal auf ganz andere Beine stellen, um da wirklich gut aufgestellt zu sein für die Region, weil das natürlich in der Dynamik und der Innovationsfähigkeit, die hier ist, die müssen wir auch irgendwie auf die Straße bringen. Und da sind natürlich die Studierenden, aber auch die Menschen in den Organisationen Schlüssel dafür, die ja auch weiter gebildet werden müssen oder sich weiterbilden können müssen. Mhm. Wunderbar. Noch kurz, ihr beiden sitzt ja schon so schön zusammen. Wir hatten vorhin das Thema Transfer bei der Eröffnung und so die Frage Geschwindigkeit, Sprache, passt das? Ja? Und Praxisorientierung, Jan, hattest du gesagt, ihr braucht ja relevante Forschungsergebnisse. Ihr habt ja eigentlich ein sehr schönes Modell. Ihr habt ja einen ehemaligen Mitarbeitenden quasi, der Prof geworden ist, bei euch an der Hochschule Heilbronn, aber gleichzeitig ja noch mit einem kleinen Stundensatz, aber bei euch weiterhin in der Beschäftigung ist. Das ist doch ein wunderbares Modell, oder was sagt ihr dazu? Das ist super. Ne? Also ich denke, das ist genau das, wie wir wirklich eng zusammenarbeiten können, wie wir das auch sicherstellen langfristig, wie wir auch Vernetzung dann untereinander herstellen. Ne? Das ist ja der Alex Windberger, der jetzt bei uns in der IT ist und teilweise eben noch bei IDS weiterarbeitet und dann in alle Richtungen wichtige Impulse auch bringen kann. Ne? Und so Modelle wirklich an vielen verschiedenen Stellen, denke ich, ist was ja dieses, also der Ökosystem
Gedanke ist ja ein bisschen überstrapaziert hier mittlerweile, wenn man mich fragt, aber eigentlich ist es ja wirklich genau diese Form von Vernetzung, von der wir dann profitieren alle und wo wir wirklich einen Schritt weiterkommen können. Ich denke, beide Seiten profitieren davon. Zum einen bekommen wir als Unternehmen frühzeitig mit, wo entwickelt sich die Forschung hin, wo geht die Hochschullehre hin. Auf der anderen Seite bekommt die Hochschule viel, viel schneller mit, was wollen eigentlich die Unternehmen? Was ist das für uns Wichtige im Alltag? Und wo geht unsere Entwicklung hin? Und ja, das ist so dieser Austausch, den ich sehr, sehr relevant und wichtig finde. Absolut. Also ich denke, da ist ja auch wichtig, wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Formaten, mit denen wir das eigentlich auch wirklich bespielen und versuchen jetzt auch mit dem KI-Bundesverband hat sich das Thema KI in der Praxis, das haben wir ja an ganz verschiedenen Stellen, KI-Dialog, wo wir wirklich versuchen, dann auch mit dem vielbesagten Mittelstand zu schauen, was sind denn eure Use Cases, wie kann da eine Kooperation aussehen, wie kann da Angst genommen werden, können da Dinge auch verständlich gemacht werden, so dass alle ihren Platz auch entsprechend finden können und daran auch teilhaben können und mitmachen können. Ja. Nicola, wir kennen uns ja durch die Zusammenarbeit im KI Campus Hub Baden-Württemberg ja einfach sehr gut. Mit der Hochschule Heilbronn habt ihr das tolle Projekt Fair Impact mit reingebracht. Wie tragen die Aktivitäten und Angebote des KI Campus Hub Baden-Württemberg dazu bei, die KI-Qualifizierung in der Region Heilbronn-Franken zu stärken? Also natürlich in ganz vielfacher Hinsicht, das muss man natürlich einfach mal sagen. Und jetzt auch, bevor wir zu dem Hub speziell kommen, denke ich, ist ja einfach nochmal dieses Thema der KI-Campus an sich und die Möglichkeiten, die da drin liegen, auch einfach Dinge rauszunehmen. Also wir haben ja eben schon gehört, die Aufgabe des orchestrierenden Menschen mit der KI. Wenn wir da jetzt nochmal gucken in die Lehre, dann ist das natürlich etwas, was wir auch in unserer Lehre ganz, ganz deutlich spüren, dass wir halt bestimmte Dinge nicht mehr vermitteln brauchen oder können oder so, sondern dass es wirklich darum geht, Lernprozesse zu organisieren, zu orchestrieren, Lernszenarien zu schaffen. Und da spielen natürlich zum Beispiel die KI-Campus-Angebote jetzt an sich schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Da einfach das zu haben und da auch Teile rausnehmen zu können, Flipped Classroom, Blended Learning und so das Thema Personal Learning Environment. Also wirklich für eine individualisierte Lehre ist das natürlich eine wunderbare Plattform. Ich war, wie du gesagt hast, ja auch in den Fellowship dann mit dabei, wo wir ja dann auch nochmal die Möglichkeit hatten, da neue Modelle für zu entwickeln, uns auch zu vernetzen untereinander. Also es ist ja tatsächlich auch für die Hochschullehrenden zum einen technischer Challenge, der gerade ist, aber wirklich dieses, wie gestalten wir Lernprozesse in Zukunft eigentlich so, dass wir das, was auch die KI ja jetzt alles möglich macht, maximal nutzen, ist etwas, wo wir uns ganz stark mit beschäftigen. Wenn wir dann jetzt zum KI-Campus hier in Heilbronn oder in Baden-Württemberg entsprechend kommen, da ist es ja so, dass wir einfach durch die Aktivitäten, die wir jetzt anstoßen, das Thema Praxisorientierung, das Thema also ich habe ja das Projekt Fair Impact, wo es darum geht, wie müssen KI-Gestaltungsprozesse sein, damit sie auch sozial verantwortlich sind, damit sie fair sind zum Beispiel, wo ja in gewisser Weise, wir haben ja eben schon gehört von der Frage, welche Werte vertreten wir für Europa, ne? Also wie gehen wir da mit KI um, was auch damit zu tun hat, was tue ich als Individuum, wie gehe ich damit um, aber dazwischen, quasi zwischen Europa und zwischen mir als Individuum liegen ja dann genau diese Unternehmen und die Teams in den Unternehmen, die die KI entwickeln. Und da einfach mal hinzugucken, wie muss das gestaltet werden, sodass hier auch im Endeffekt eine KI hinten rauskommt, mit der wir alle gut leben können, und zwar wirklich gut leben können. Also die wirklich das Leben besser macht, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da ist jetzt unser Hub hier, wo wir ja dann daraus jetzt aus dem Thema Fair Impact Lernmodule machen, wo wir über Geschäftsmodelle nochmal Lernmodule machen, wo wir uns über das Thema, wie müssen Kompetenzen aussehen, über das Thema Handel und KI wirklich dann das in konkrete Lerneinheiten gießen. Das ist natürlich auch nochmal etwas, was, denke ich, sehr nützlich ist, was Spaß macht, was einfach nochmal die Gelegenheit gibt, sich an konkreten Dingen zu vernetzen und da tatsächlich auch mit den Unternehmen zu gucken, was können die eigentlich gebrauchen. Also darum geht es ja bei dem Hub primär wirklich zu gucken, was brauchen wir hier, so ein kleines Reallabor zu schaffen, dass
dass die Dinge, die wir dann auf die Plattform bringen, auch vorher ausgetestet worden sind, dass es wirklich das ist, was gebraucht wird. Stichwort Netzwerk mit Unternehmen. Markus, ich schaue dich an. Du bist Partnermanager bei der 42 Heilbronn. Ihr habt ja wirklich ein ganz spezielles, tolles Modell und ihr arbeitet ganz eng mit den Unternehmen, mit eurem Partnernetzwerk zusammen. Kannst du das Partnernetzwerk einmal hier, gerade weil es ja sehr regional ist, kurz umschreiben, welche Branche, Unternehmensgröße und so weiter und wie arbeitet ihr zusammen? Genau, Britta, du hast ja schon gesagt, wir sind nicht diese klassische Hochschule, wir sind nicht akkreditiert, wir sind offen für alle. Die einzige Zugangsvoraussetzung ist, man muss 18 Jahre alt sein. Und ja, wir haben im Juni 21 eröffnet und seitdem ein Partnernetzwerk von 60 Unternehmen aufgebaut. Aber nicht wirklich so, dass wir auf die Unternehmen bewusst zugegangen sind und gesagt haben, hey, guck mal, hier sind wir brauchen Praktika, wir brauchen Unterstützung von euch, sondern die Unternehmen sind vielmehr auf uns zugekommen. Und das Netzwerk wächst auch stetig. Ich führe in der Woche circa mit 3 Unternehmen Gespräche, die gerne Partner werden möchten bei der 42 Heilbronn. Ja, das Partnernetzwerk umfasst eigentlich so den typischen Querschnitt, den wir hier in der Region Heilbronn-Franken auch haben. Unser Fokus ist da schon auf der Region auch. Wir haben circa 80% der Unternehmen kommen aus einem Umkreis von 75 Kilometern und 50% sind Großunternehmen und die andere Hälfte teilt sich auf 50-50 in Mittelständler und Kleinunternehmen. Wir sind da komplett offen. Jeder, der auf uns zukommt, hat die Chance. Es muss natürlich vom Mindset her passen. Wir wünschen uns Unterstützung. Wir wollen so nah wie möglich mit unseren Partnern an der Wirtschaft auch dran sein. Wir haben eben diesen akademischen Anspruch, den ihr habt, nicht. Aber eben, wir wollen die Leute ausbilden, fit machen für die Industrie. Und das bilden wir einmal ab über das Curriculum, das die 42 anbietet, aber zum anderen eben durch Kooperationen mit Partnern, die bei uns Workshops, Learning Journeys, Talks und verschiedene Formate anbieten. Und aus, Jan, du weißt es ja, wir haben schon einen Studenten bei euch auch untergebracht. Genau, ne? Ja. Vielleicht kannst du ja mal sagen, was so der Unterschied ist in deinem Empfinden zwischen einem typischen Studenten von der Hochschule Heilbronn zum Beispiel und der 42 Heilbronn. Die Art, in der gelernt wird in der 42, ist eigentlich eine völlig andere. Es geht viel praxisorientierter ran. Hat beides seine Vor- und Nachteile, denke ich. Und ich denke, beides hat auch seinen Platz in der Bildungslandschaft. Aber wir hatten es, glaube ich, gerade vorhin in der Pause ganz kurz davon. Wir brauchen nicht nur Leute, die forschen und die Dinge weiterentwickeln, sondern wir brauchen Leute, die das was tun. Machen. Und gerade in der Entwicklung ist so ein Tun natürlich... Ja, es ist schon auch Weiterentwicklung, aber so diese, wie soll man das richtig gut ausdrücken? Also die Praxisorientierung, einfach mal hingehen, die Art, Probleme zu lösen, ist in der 42 eine deutlich andere. Und von daher sehe ich auch für beides auf jeden Fall eine Relevanz im Unternehmen. Ja. Ja. Nochmal zurück zu dir, Markus, ich entlasse dich nicht. Ihr seid im guten Dialog mit dem Unternehmensnetzwerk und ihr habt ja letztens eine tolle Umfrage gemacht, nämlich welche Einstellungsvoraussetzungen brauchen, sollen die zukünftigen Mitarbeitenden quasi mitbringen, damit sie in den Unternehmen starten können. Kannst du einmal kurz die Ergebnisse dieser Umfrage kurz mal darstellen und dann auch noch mal erläutern, inwieweit das für euch jetzt auch relevant ist, um eure Bildungsangebote noch mal zu gestalten, vielleicht auch sogar noch mal umzuentwickeln, weiterzuentwickeln? Genau, Nicola, du hast es ja schon erwähnt. Die Umfrage hieß interessanterweise Am Puls der Zeit. Und genau da wollten wir auch sein und haben mal diese Frage gestellt, eigentlich, was sind denn so diese 3 Einstellungskriterien, die für euch total wichtig sind. Was möchtet ihr denn haben? Und interessanterweise, natürlich ist unser Netzwerk, ich habe es gerade schon gesagt, eben aufgrund von Großunternehmen, Mittelständlern, ganz verschiedenen Industrien, sehr divers aufgestellt und so waren auch die Antworten tatsächlich. Die Unternehmen, jeder braucht eigentlich was anderes. Es gibt praktisch jede Programmiersprache, die irgendwo mal untergekommen ist, ist in den Antworten vorgekommen. Es ging von Soft Skills über Hard Skills und so für uns, die Message daraus war eigentlich, man kann so spezifisch gar nicht ausbilden, dass man sagt, hey, es gibt diesen 1, 2, 3 Skills, die man irgendwo vermitteln muss, um die Leute fit zu machen für den Job. Es geht vielmehr um Soft Skills. Heutzutage fängt es bei Datenschutz vielleicht schon an. Ja, das führt sich fort in ganz normales CV-Training, dass jeder mal irgendwas über agiles Projektmanagement gehört hat und aber auch dann ganz
ganz, ganz spezifisch eben nochmal dann reinzugehen und zu sagen, okay, wo können wir nochmal ansetzen? Wir bieten schon viele Workshops an, wir bieten verschiedene Zertifizierungen über Partner an für unsere Studierenden. Das ist immer für einen gewissen Anteil der Studierenden da. Ja, wir wollen einfach unser Curriculum nochmal dahingehend anpassen, dass wir sagen, hey, in welchem Stage bist du in dem Curriculum und welche Skills, welche Soft Skills musst du denn mitnehmen? Und das Hauptsächliche, und das ist ja genau das, was wir in unserem Curriculum versuchen zu vermitteln, ist das Lernen, sich Dinge selber beizubringen, schnell eben sich einarbeiten zu können in verschiedene Herausforderungen. Und Jan, du hast es ja auch schon gesagt, es ist so eine schnelle Entwicklung, die wir da derzeit haben. Man kann da einfach gar nicht so speziell immer dran sein. Vor allem eine Hochschule, glaube ich, wo halt so eine Anpassung an das, was die Wirtschaft eben gerade verlangt, noch viel länger dauert wie bei uns. Wir können noch relativ spontan reagieren, aber trotzdem wird es nie genau das sein, da sich die Studierenden ja auch erst im Laufe des Studiums entscheiden oder dieses Grundstudiums, das wir auch haben, dieses Core-Curriculums, in welche Richtung möchte ich gehen. Man kann das so gar nicht vermitteln. Mhm. Wahnsinn. Miriam, du bist AI Community Managerin bei Applied AI. Was zeichnet Applied AI als Bildungsträger zur Stärkung der KI-Innovationskraft aus? Und wie versteht ihr eure Rolle innerhalb des hier entstehenden KI-Innovationsökosystems? Also KI in die Anwendung zu bringen, ist schon ein sehr gutes Stichwort. Das ist nämlich unser Ziel des Unternehmens, das Ziel von Applied AI. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass natürlich über KI zu sprechen schön ist, aber es muss auch irgendwie konkret werden in den Unternehmen. Und wir von Applied AI sehen da häufig in den Unternehmen folgende Szene, dass die Unternehmen sich anfangen, damit zu beschäftigen, aber häufig das nicht schaffen, zu skalieren und wirklich gewinnbringend dann auch anzuwenden. Von daher haben wir bei Applied AI verschiedene Angebote. Wir haben eigentlich zwei Organisationen. Das heißt, wir haben einmal eine GmbH, eine Initiative, die ganz konkret mit Unternehmen zusammenarbeitet und sie unterstützt in dieser KI-Reise. Wir haben so ein AI-Maturity-Tool zum Beispiel. Da wird erstmal geschaut, wie weit sind denn die Unternehmen auf ihrer Reise und wo brauchen sie da Unterstützung. So sind wir gestartet und haben dann gemerkt, okay, unser Herz schlägt eigentlich größer. Wir wollen nicht nur diese einzelnen Unternehmen irgendwie unterstützen, sondern wir wollen gerade in Deutschland, in Europa die KI-Innovationsfähigkeiten unterstützen und haben eine gemeinnützige Organisation gegründet, zusammen mit der Dieter-Schwarz-Stiftung Mitte letzten Jahres und bieten innerhalb dieser gemeinnützigen Stiftung, also gemeinnützigen Organisation, bieten wir hochqualitativen Inhalt, vor allen Dingen für Professionals. Das haben wir auf ganz verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir haben verschiedene Schulungen, wir haben Kurse auf dem KI-Campus zum Beispiel, zum Teil auch Einführung in die KI, Elements of AI und bieten da ganz viele verschiedene Kurse an für Professionals. Das heißt, für die im Unternehmen wirklich dann auch verantwortlich sind, dafür die KI in die Anwendung zu bringen. Wir haben verschiedene White Paper zum Beispiel, also so 10 bis 15-seitige Berichte zu bestimmten Themen. Wir haben ganz verschiedene Tools. Wir haben zum Beispiel so eine Deutschland AI Startup Landscape oder so eine European Startup Landscape, wo wir verschiedene Startups zum Beispiel aufgreifen, die in Deutschland sitzen, um auch die Startups mit den Mittelständlern zum Beispiel zusammenzubringen. Das heißt, unser Bildungsauftrag ist relativ vielfältig und wir versuchen da immer gerade auch unsere Expertise aus diesen aus den Unternehmenskooperationen zu nutzen, um das der breiten Masse und auch eben Mittelständlern dann zur Verfügung zu stellen. Mhm. Nun haben wir häufig das Zitat, wenn wir gerade in KI-Diskussionen sind, mit dem Blick in die internationale Landschaft, da sagen ja viele Menschen, in Deutschland haben wir vielleicht den Zug sogar verpasst und in Europa, wir sind einfach viel zu spät dran und wir hinken hinterher. Mhm. Und die Frage ist ja immer, wie können wir gerade auch nochmal im internationalen Diskurs eigentlich ein USP formulieren, gerade für die europäischen Modelle und Innovationsökosysteme. Mhm. Kann die Bildung hier in Deutschland, Heilbronn, Europa, kann das ein USP werden, die Bildungsökosysteme unterstützend in einem KI-Innovationsökosystem im internationalen Wettbewerb? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Bildung ist da ein sehr großes und sehr wichtiges Element.
Da unterstützen wir schon in ganz verschiedenen Bereichen. Ich sehe jetzt zum Beispiel gerade im europäischen Kontext sind halt verschiedene Herausforderungen, die auch auf uns zukommen. Also vorher wurde auch der European AI Act, also diese KI-Regulierung der Europäischen Kommission angesprochen. Da sind wir ganz aktiv dabei, auch mit den Policymakern zu sprechen und gerade so eine Stimme zu sein des Mittelstands oder der Unternehmen, die es eben betrifft, um da auch entsprechend mit Einfluss nehmen zu können, dass wir in Europa nicht noch weiter abgehängt werden. Aber Bildung sehe ich da auf jeden Fall als zentral an, auch die Tools zu bieten, die Ressourcen, aber gerade auch die Talente auszubilden, um da entsprechend eben entgegensteuern zu können. Und du hast ja in einer schönen Forschungsarbeit dich da sehr stark mit beschäftigt, wie Bildung ja auch Vertrauen in KI liefern kann. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen. Also ich habe promoviert im Bereich KI-Vermarktung, sage ich mal. Das ist so eine Schnittstelle zwischen den Unternehmen und den Kunden gewesen, weil viele entwickeln KI, denken dann, okay, diese technische Innovation, die reicht ja schon. Die müssen ja schon begeistert sein, die Kunden, weil das ist ja meine Innovation. Und da haben wir gerade in der Wissenschaft gesehen, dass es da so eine Resistenz gibt gegenüber KI. Es gibt Angst, was ist das, wie verwende ich das und was macht das überhaupt, weil es teilweise auch so Blackbox-Modelle sind. Und da habe ich geforscht, okay, woran liegt denn das? Warum wird KI so schlecht akzeptiert? Also gab es zum Beispiel eine spannende Studie im Medizinkontext. Da hatten die Probanden, Experimentalteilnehmer, hatten so die Wahl zwischen einem medizinischen Arzt, der war so zu 85% korrekt, und einer medizinischen KI, die war so 95% korrekt. Und viele haben halt diesen Arzt genommen. Und ich habe mich gefragt, okay, so kognitiv macht es ja nicht so viel Sinn. Warum soll ich was nehmen, was 85% richtig liegt, wenn ich was haben kann, was 95% richtig liegt, und habe gerade da gefunden, dass das emotionale Vertrauen in die KI da so ausschlaggebend ist. Und es war total spannend, weil dieses emotionale Vertrauen wieder durch Bildung beeinflusst werden konnte. Also gibt es ein schönes Zitat von der Marie Curie, die sagt, was wir zu verstehen gelernt haben, das fürchten wir nicht mehr. Und genau das war so auch so eine Zusammenfassung von meiner Doktorarbeit eigentlich, dass desto mehr Menschen auch gebildet werden oder lernen, damit umzugehen, mit KI umzugehen, desto einfacher fällt es einem, auch das zu akzeptieren oder auch da vielleicht das Potenzial zu entdecken und es deutlich gewinnbringender zu nutzen, als wenn man im Vorhinein schon sagt, okay, das will ich nicht. Ja, also sind wir eigentlich direkt an der richtigen Stelle, ja, auch gerade mit dem KI-Campus und natürlich dann auch in der Kooperation, weil wir das KI-Wissen und die KI-Kompetenzen natürlich verbreiten wollen und ja auch das große Thema ist, KI in die Breite bringen, wie Nicola, du hast es vorhin auch schon gerade angesprochen, ne? KI in die Breite bringen, alle sind ganz herzlich aufgefordert, natürlich hier Fragen zu stellen, die HeilbronnerInnen, die Baden-WürttembergerInnen und natürlich darüber hinaus und alle im digitalen Chat. Ich habe eine ganz relevante Frage, vielleicht ist das auch, brennt die auch dem einen oder anderen unter den Nägeln. Wir hatten ja nur quasi 5 Stühle, ich wollte auch sitzen. Welche Akteure brauchen wir noch, fehlen in dieser Runde, um diese KI-Kompetenz, die Strahlkraft der Region Heilbronn durch KI-Kompetenzen nach vorne zu bringen? Wer fällt euch ein? Ah, Jan holt schon Luft. Mal anfangen. Ich habe es gerade vorhin ja schon ganz kurz angesprochen. Jetzt sitzen wir als Mittelständler hier, als Vertreter des Mittelstands, aber schon eben aus einem sehr softwaregetriebenen Unternehmen kommend. Und wovon lebt die Region? Wenn man mal anschaut, wie ist die Region groß geworden? Viel Automobilbranche, viel Automobilzulieferer. Und natürlich die großen Automobiler haben eine gewisse Größe, muss man sagen, die haben genügend Kapital und Manpower, um auch das selber mitentwickeln und forschen zu können. Aber wenn man mal geht auf den Mittelstand, die Zulieferer, das sind die Maschinenbauer, die wir auch mit reinbeziehen müssen. Weil an denen, da arbeiten doch viele, viele Personen in der Region. Und wenn wir die außen vor lassen, dann kann so eine Blase entstehen, so, ja, das sind die Hochschulen, das sind die innovativen Unternehmen, die kümmern sich um KI, aber wir, die eigentlich so die Region groß gemacht haben, werden völlig vergessen. Und das ist ganz, ganz wichtig, die in diese Diskussion mit einzubeziehen. Nur in die Diskussion oder siehst du vielleicht sogar schon konkrete Handlungsfelder? Also natürlich zu Beginn mal in Diskussion, aber dann sind eigentlich die Organisationen, wie jetzt auch Applied AI, wichtig, um dann die Unternehmen zu unterstützen. Wie kann ich so eine Strategie bei mir im Unternehmen denn einführen? Ja. Nochmal weit. Ja, Miriam? Also kann ich nur unterstützen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt im Rahmen der
unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen, auch verschiedene Working Groups zum Beispiel. Da können auch Unternehmen wie jetzt BMW und Audi könnten zusammen an dem Thema arbeiten, also kartellrechtlich auch abgesichert. Mhm. Das haben wir in der GmbH, wir haben jetzt in der GmbH aber auch Formate wie zum Beispiel, wir haben eine Konferenz zusammen mit der IHK Ende Mai, dürfen Sie sich gern anmelden, KI für den Mittelstand. Da bringen wir zum Beispiel auch verschiedene Mittelständler zusammen oder auch Zulieferer gerne und bringen die in den Dialog. Wir berichten zum Beispiel, wie verschiedene Mittelständler mit Startups zusammengearbeitet haben, sich KI-Kompetenz auch eingekauft haben und wollen da auch so ein bisschen Best Practices für alle bieten auf jeden Fall. Sicherlich hilfreich. Frage wahnsinnig gerne einmal an unser Publikum adressieren. Ich übersetze es dann gerne auch für den digitalen Raum, dass es hörbar ist. Genau die Frage, die du gerade aufgeworfen hast. Wer fehlt euch da auf dem Panel da vorne noch? Nicht in Persona, sondern welche Disziplin oder welche Stimme? Oder, weil ich will das mit dem Fair nochmal aufgreifen. Es ging ja um faire Prozesse. Wer fehlt oder was fehlt? Irgendjemand dazu eine Stimme? Oder ein Gedanken oder sowas. Der Herr in der letzten Reihe. Wir kommen und dann die Dame in der dritten. Nee, eine von euch geht nach hinten und gerne hier, wenn du so lieb wärst, in der dritten Reihe. Das Mikrofon, ja. Bitte. Ja, also wer ganz offensichtlich fehlt, sind die Lernenden, die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler. Also wir reden wieder ganz viel über Bildung und über die, die da gebildet werden sollen und lernen. Aber sie sind leider nicht da. Und das fände ich großartig, wenn die auch eine Stimme hätten und dabei wären. Okay, vielen herzlichen Dank. Könnt ihr euch noch mal kurz melden, damit wir euch danach mit euch vernetzen können? Wer von den Studierenden der 442 ist hier? War eben die Rede davon. Okay, naja, Hände hoch, traut euch. Wir brauchen euch. Okay, unter anderem. Sind noch andere Studierende hier, die ansonsten gerne auf dem Panel was sagen würden? Gut, okay. Vielen Dank für den Impuls. Wir haben noch eine Stimme. Ja. Ja, danke. Was ich mich gefragt habe, eigentlich, das war meine Frage, deswegen war es ein bisschen so gut eben mit dem Fair Impact. Was ich mich gefragt ist, was ist die Rolle von Ethik oder wie kommt Ethik in der Diskussion mit Innovation und wie wird das integriert? Und zum Beispiel für mich wären Aktoren eben so Organisationen, die kämpfen für Rechte mit Menschen mit Beeinträchtigung zum Beispiel oder für Gender Issues. Das wäre vielleicht da für mich so ein Punkt, vielleicht ein Aktor, der noch kommen dazu würde. Und ich wäre sehr interessiert, weil ich glaube, ein Fair Impact ist schon drin. Übrigens vielleicht. Ganz kurz angeteasert. Vielen Dank, Aurean. Wir hören ja morgen noch deinen Vortrag genau zu diesem Thema. Und ich würde wirklich gerne an dieser Stelle an Nicola übergeben. Du hast da tolle Antworten. Genau, also die Frage ist immer noch, wer fehlt noch? Mhm. Also von daher denke ich, haben wir schon eine ganze Reihe von Personen, die fehlen. Also wenn wir uns angucken, wer ist denn wirklich im Endeffekt von KI und von all dem, was wir hier besprechen und so weiter betroffen, dann haben wir einfach Menschen, die aus der Pflege, aus Berufsbildern, die einfach da in Zukunft mit interagieren werden und heute hier nicht sitzen. Also das wäre so das eine. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich einfach mal die Breite der Gesellschaft. Also wenn man sich da wirklich anguckt, wie sieht Teilhabe aus, wie kann man das auch organisieren, wie kann man auch das Thema Vergeschlechtlichung von Technik, die wir ja immer noch haben, irgendwie in einer Art und Weise angehen, dass wir wirklich das Potenzial, was wir haben, auch schöpfen. Also auch, ne, also da ist Fachkräfte, ist so quasi die praktische Seite. Die andere Seite ist natürlich wirklich die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wen wollen wir alles mitnehmen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das machen. Und da brauchen wir eben wirklich eine Partizipation auf breiter Ebene. Und da gibt es auch schon eine Reihe von Initiativen, aber dieses wirkliche Mitsprechen dann auch an den entscheidenden Stellen, denke ich, können wir noch besser organisieren. Also da geht's um auch Diversität im Alter, ne, ältere Menschen, aber auch ganz junge Menschen. Also wenn wir uns angucken, wir haben ja mit Make It Real ein Projekt, wo wir in die Quartierszentren gehen, um da für Mädchen mit Migrationshintergrund nochmal speziell diese Zielgruppe anzusprechen. Ich denke, davon könnten wir noch sehr viel mehr haben, um einfach dafür zu sorgen, dass wir auf breiter Basis eine Partizipation haben und eine Mitsprache in diesen wichtigen Themen.
Wir fragen uns gerade, wer soll dabei sein? Ich könnte auch noch ganz viele Akteure aufzählen und auch bei den Schulen angefangen und bei den Vereinen, die sich hier organisieren. Ich glaube, wir haben wirklich noch viel zu bereden, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist dann nochmal, wenn man die Wer-Frage beantwortet hat, wie wollen wir uns denn jetzt eigentlich mal organisieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, wenn wir über KI, über Tech reden, auch über Start-up, es sind sehr ähnliche Initiativen, viele ähnliche Projekte, die innerhalb einer Region unterwegs sind. Wie kriegen wir das eingesammelt? Wie kriegen wir da eine Transparenz hin? Weil das Ziel sollte ja sein, nicht nebeneinander herzulaufen und jeder erfindet seinen Rat, sondern ja synergetisch zusammenzuwirken. Wie können wir uns da gut organisieren? Markus, hast du eine Idee? Ja, ich glaube, es gibt schon viele Initiativen in Heilbronn. Ich nenne mal den KI-Salon zum Beispiel, ja, der eine Initiative ist, auch von der 42 Heilbronn und von der Dieter-Schwarz-Stiftung, aber auch von der Hochschule Heilbronn. Wo viele Beteiligte sind, wo Unternehmen zusammen oder Leute von Unternehmen zusammenkommen, aber auch Bürger, die Stadt Heilbronn, Leute, die einfach Interesse haben, die KI oder an KI teilzunehmen, die niedrigschwelligen Zugang suchen, ja, wo man eben auch, und das ist genau das, also das wäre auch so ein bisschen meine Antwort gewesen, mir fehlt hier, sind eigentlich genau die Studierenden und es sind aber auch die Bürger, ja, und ich glaube einfach, die muss man mitnehmen und da sind solche Formate, die einfach nicht nur Experten oder auf einer höheren Level stattfinden, sondern die eben jeden mitnehmen können, aus den Eigeninitiativ Dinge heraus entstehen können, die sind total wichtig und die glaube ich, würden oder werden auch eben solche Netzwerke bilden, die dann auch wirklich was bewirken und was verändern können. Mhm. Und eben auch diese Ängste zu nehmen, die ja auch vorhanden sind. Ja, ich meine, also ich höre das sowohl aus Firmen, aus der Wirtschaft heraus, dass es da ja auch, dass man bestimmte Dinge eben auch berücksichtigen muss. Gibt jeder, jeder, der in der Firma arbeitet, alles in ChatGPT ein, hat irgendwann ChatGPT die Antwort auf meine Innovation, die ich geschaffen habe als Unternehmer. Aber genauso eben Bürger, die einfach und ich glaube ja so KI-Salon eben Kunst niedrigschwellig oder KI niedrigschwellig zugänglich zu machen, auch Leute ausprobieren zu lassen, anfassen zu lassen, auch schon Kinder mitzunehmen. Also ich zum Beispiel gehe mit meinen Kindern immer aufs KI-Festival, was auch die 42 veranstaltet, ja, und die sind total begeistert, weil die einfach das anfassen können, die können was mit KI machen, die wachsen mit auf, die sehen einfach, hey, wie kann ich denn auch, oder was ist denn KI, wie entsteht denn diese KI, wie wird die gelernt, ja? Und dieses Verständnis, das muss man einfach, also Nicola, wie du es gesagt hast, also eben dieses Wissen, Bildung zu vermitteln, um eben Zugang zu KI zu bekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen kann. Genau. KI-Festival, ich glaube 1. Juli, 2. Juli, auch ja. Meine Kinder sollen kommen, ja. Nach Heilbronn kommen. Aber nochmal inhaltlich, nochmal ganz kurz zurück zu der Frage, wenn wir über diese doch ähnlichen Projekte, Bestrebungen sprechen, wie können wir vermeiden, dass wir hier Doppelarbeiten machen, insbesondere wenn wir so nah beieinander sind wie in der Region hier in Heilbronn? Also ich finde es schön, dass wir hier in Heilbronn so viele Initiativen haben, die auch so proaktiv sind und so mutig vorangehen und einfach Macher sind. Das finde ich total schön, hier im Ökosystem zu sehen, auch wie schnell sich jetzt Dinge entwickeln, was für neue Angebote es gibt. Ich finde, wir brauchen auch diese Vielfalt, weil gerade auch das Thema Bildung ganz viele Schichten und ganz viele verschiedene Zielgruppen umfasst, also von Kindern bis zu Professionals, also ist ja alles dabei. Und ich glaube, was wir vor allen Dingen als Institution oder Bildungsanbieter schaffen müssen, ist auch diese Transparenz zu schaffen nach außen hin, also so ein bisschen auch als Hausaufgabe für uns, so transparent zu sein, dass die anderen auch unser Angebot wahrnehmen und diesen Markt auch ein bisschen auszusetzen und auszuloten, auch gegenseitig, okay, Mensch, ihr macht ganz ähnliche Sachen wie wir, lass uns kooperieren. Und da diese Transparenz selber zu schaffen, auch mit der Sichtbarkeit und dann eben auch offen sein für Kooperationen, finde ich extrem wichtig in dem Kontext. Ich denke, gerade so Initiativen wie die Wissensstadt oder die Startup City sind dann sehr, sehr wichtig, um das ein bisschen zu koordinieren, weil halt doch viele Player irgendwie drin rumspielen und dass eben genauso was nicht passiert, dass irgendwie parallel die gleichen Tätigkeiten eigentlich getan werden. Und das ist schon ineffizient, weil wir könnten so eigentlich viel mehr vielleicht erreichen. Und gerade Transparenz finde ich da schon sehr, sehr wichtig, um nicht eine, ja,
so eine kleine elitäre Gruppe zu sein, die sich mit dem Thema beschäftigt, sondern gerade auch das KI-Festival ist extrem wichtig, um Bürgerinnen und Bürgern das Thema nahezubringen, die sich vielleicht im Alltag nicht damit beschäftigen, weil das hat doch einen Impact perspektivisch auf ihr Leben. Ob man es will oder nicht, es wird kommen, irgendwie. Und wir arbeiten mit Herstellern von Robotern zusammen, die schon die Wände streichen können. Und jetzt sagt man, Handwerk ist noch ein relativ sicherer Job, gehe ich auch davon aus. Aber das wird sich auch in 10, 15 Jahren sicherlich sehr, sehr stark verändern. Und da müssen wir jetzt schon einfach Aufklärungsarbeit leisten, dass die Leute nicht Angst davor bekommen und sagen, lieber will ich mich gar nicht damit beschäftigen, könnte durchaus gefährlich werden. Ich glaube, wir brauchen auch beides. Wir brauchen einerseits so institutionalisierte Austauschformate in Form von Workshops oder so. Wir brauchen aber auch diesen informellen Austausch. Also ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel erzählen. Ich war auf so einem Networking-Event, habe zum Beispiel die Professor Wienbrauch kennengelernt, den Professor Jans von der DHBW. Dann haben wir uns ganz spontan zusammengetan und gesagt, Mensch, lass uns doch KI erlebbar machen für die Studenten und haben zusammen KI-Planspiel entwickelt mit den Studenten. Das sind halt so ganz schöne Projekte, die entstehen können, auch wenn man einfach vor Ort ist, präsent ist auf den Events und ja, einfach offen ist auch für Kooperation und Synergien. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden. Manche Sachen machen durchaus Sinn, dass man sie doppelt und dreifach macht. Ne? Und ich glaube, das wäre quasi das Wichtige, das zu unterscheiden. Ne? Wo brauchen wir Strukturen? Wo müssen wir wirklich gucken, dass wir koordiniert arbeiten? Und wo ist es vielleicht auch gewollt, dass wir Dinge, also so nach dem Motto, mache viele Feuer und dann hast du wirklich hinterher ein schönes Licht. Ne? Dass wir einfach vor Ort in den verschiedenen Communities, die wir ja auch haben hier, in Heilbronn, in der Umgebung Dinge immer wieder tun und gemeinsam tun und für die jeweiligen Personen auch tun. Ich denke, das müssen wir einfach gucken, was ist was. Und das ist ja dann so systemtheoretisch so. Es gibt ja dann immer solche seltsamen Attraktoren, die dann hochgespült werden. Und ich glaube, das wird hier auch irgendwann passieren. Aber im Moment genieße ich das eigentlich auch noch, dass wir dieses Dezentrale haben, dass wir an vielen Stellen Dinge haben und glaube, an verschiedenen Stellen und für bestimmte Zielgruppen könnten wir da noch viel mehr von haben. Jetzt haben wir viel über Heilbronn gesprochen. Ich weiß aber, ihr seid alle ja auch überregional und international unterwegs. Habt ihr Beispiele von anderen KI-Innovationsökosystemen, Punkte, die gut laufen, die wir für Heilbronn auch gut gebrauchen könnten? Und das wäre auch übrigens eine Frage an unser überregionales, international aktives Publikum. Welche Learnings aus anderen KI-Innovationsökosystemen können wir hier in Heilbronn gut gebrauchen? Also ich bin ja gerade in einem EU-Projekt, wo wir quasi 15 Reallabore haben an verschiedenen Stellen. Und da ist es so, dass wirklich diese Wichtigkeit der Formate und der Methoden nochmal so ganz deutlich wird. Ne? Also dass an vielen verschiedenen Stellen ja mit dem ähnlichen Thema auch gekämpft wird, auch wenn die jetzt nicht so das Label und die Privilegien, die wir ja auch haben, hier tatsächlich zum Thema KI haben. Aber dass wirklich die Frage, wie wird Partizipation organisiert, wie kann wirklich sichergestellt werden, dass wir auch die richtigen Dinge entwickeln, weil das ist ja immer die Frage, wer wird ausgeschlossen, für wen wird eigentlich etwas entwickelt, das vielleicht noch stärker in den Blick zu nehmen, um zu gucken, dass man wirklich für alle auch KI nutzbar macht. Mhm. Andere Erfahrungen? Trotzdem bin ich der Meinung, die Region, gerade Baden-Württemberg, muss schon ihren eigenen Weg finden, weil man auch vergleicht, mit anderen großen Zentren, bleiben wir in Deutschland, München, Berlin, wo natürlich viel mit KI passiert, das sind Großstädte. Also selbst Stuttgart ist da natürlich eher etwas kleiner im Vergleich zu den beiden Städten. Und die Aktivitäten müssen sich dadurch auch, finde ich, schon ein bisschen anpassen. Und wenn man in noch größere Städte geht, New York oder Boston, wo jetzt viel Technologie passiert, im Silicon Valley oder in Tokio, das sind einfach Städte, wo auch eine Vielzahl von Organisationen oder Ideen immer noch genügend Leute finden, die noch nie was davon gehört haben. Jetzt ist die Region, überhaupt ganz Baden-Württemberg, natürlich deutlich kleiner und dadurch enger vernetzt. Und dadurch sind halt natürlich Dinge, die man ausprobiert, die man tut, finden häufig dann doch wieder die gleichen Zielgruppen. Und deshalb muss sich, finde ich, so eine Region doch ihren eigenen Weg finden. Wie gehen wir sinnvoll damit um? Also ich freue mich da mega, was alles im IPA noch entstehen wird. Ja. Ich merke es halt jetzt, ich bin in dem IPA Space jetzt schon drin und habe da mein Büro und da sind ja auch verschiedene Partnerunternehmen, Porsche ist da, Audi ist da, Fraunhofer ist da, ihr seid da
Und ich merke es da schon, was es für eine tolle Austauschplattform bietet. Also sehe ich halt dich auf dem Flur, dann können wir sprechen. Und da ist es viel leichter, auch nochmal Transparenz zu schaffen. Und ich bin wirklich gespannt, weil ich meine, jetzt haben wir noch einen relativ kleinen Space, aber nächstes Jahr kommt ja nochmal ein Gebäude dazu. Und wenn das IPAI dann steht, glaube ich, wird uns das nochmal eine ganz andere Möglichkeit geben, auch zu kooperieren oder andere Austauschformate, andere Möglichkeiten, auch Sachen auszuprobieren in KI-Reallaboren. Also ich bin da sehr optimistisch und freue mich total drauf, wie wir in dem Rahmen quasi noch so einen großen Orchestrator, sag ich mal, jetzt in der Region haben, der ja auch immer sichtbarer wird und immer aktiver werden wird. Was ich ja übrigens auch aus eigener Erfahrung wunderbar finde, ist, man kommt tatsächlich im IPAI aus der Bubble heraus. Ne? Und das, glaube ich, schaffen andere Orte auch in Deutschland. Das heißt, der KI-Campus trifft wirklich an der Kaffeemaschine die Mittelständler oder das Startup. Und das ist einfach wunderbar, weil man dadurch in Gespräche kommt, die man sonst, glaube ich, sehr mühselig sucht, beziehungsweise eigentlich gar nicht selbst auf die Idee kommt, das zu tun. Ne? Genau. An das Publikum. Tolle Erfahrung aus Hamburg, aus Berlin. Rosa. Ich habe keine tolle Erfahrung aus Hamburg. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar habe ich mich gerade in Perspektive jetzt auf Jugendliche gefragt, ob KI nicht schon eine KI-Kompetenz ein nächster Schritt ist. Was ist mit digitaler Kompetenz? Wahrscheinlich gibt es da einen ganz tollen KI-Campus-Kurs, den ich jetzt gerade nicht kenne. Aber ist nicht digitale Kompetenz noch so vorgelagert? Viele Jugendliche, die ich kenne oder sehe, die haben ihre Smartphones, die nutzen das auch ganz viel. Aber wissen die überhaupt, was sie da schon nutzen, wie sie es nutzen? Ist digitale Kompetenz vorgelagert zu KI-Kompetenz? Und ich weiß, KI, große Strahlkraft, viel in Medien und alles. Was ist mit digitaler Kompetenz? Wie schätzt das Panel das ein, gerade jetzt im Hinblick auf Jugendliche? Markus, ihr habt ja gar nicht so unbedingt den Fokus auf KI, sondern eigentlich auf Programmieren, ne? Also nur Programmieren. Genau, aber auch vielleicht nicht ganz auf Jugendliche, weil man muss schon 18 Jahre alt sein. Aber natürlich gibt es auch verschiedene Initiativen, die wir hier zum Beispiel in der Kooperation mit der Experimenta machen, wo immer wieder auch Schulen bei uns anfragen, können wir nicht mal bei der 42 reinkommen, können wir uns denn nicht mal so ein... Ja, wir haben ja so eine Aufnahmeprüfung, die wirklich von Scratch es möglich macht, Programmieren zu lernen. Und können wir das nicht übertragen an Schüler? Das können Schüler sein, die einfach Interesse dran haben. Das sind aber auch spezifisch dann, die schon einen IT-Kurs machen an der Schule. Ja. Und genau, wir haben da zusammen mit der Experimenta zum Beispiel ein Format entwickelt, das man direkt bei der Experimenta buchen kann, wo man aber auch dann eben mal die 42 kennenlernen kann, wo man auch den Makerspace, also dieses, was gibt es denn für Angebote hier in Heilbronn schon kennenlernen kann. Wir haben aber auch zum Beispiel über den KI-Salon wirklich dann die Sabine, die als Künstlerin das begleitet hat, den KI-Salon, die dann in Schulen geht oder verschiedene Veranstaltungen macht für jüngere Leute, um eben auch diesen Einstieg oder diese Distanz, die man vielleicht hat, ja, diese Angst, die man davor hat, was ist das denn, wie funktioniert das denn, kann ich das denn überhaupt zu überwinden und da einen wirklich auch niedrigschwelligen Zugang zu schaffen, ja. Und dann auch, wie ich gesagt habe, schon KI-Salon ist das Musterbeispiel. Also Sky Spirit bringt Blumen mit, die man eben dann mit Kärtchen programmieren kann. Ja? Also diese ersten Schritte, einfach diesen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen, das ist uns auch schon wichtig und das versuchen wir eben über verschiedene Formate, soweit das im Moment in unserem Setup möglich ist, eben auch umzusetzen. Ja. Darf ich da noch eine Frage? Achso, Entschuldigung, wollte jetzt nicht reingehen. Genau, ich wollte nur ergänzen und darauf antworten. Also ich glaube, das Thema Digitalkompetenz und KI-Kompetenz ist im Moment dabei, so zusammenzufließen. Und da ist aber natürlich schon richtig die Frage, braucht man nicht erst Digitalkompetenz? Das finde ich ja schon. Wenn man sich aber die Kompetenzmodelle dazu anguckt, dann ist ja Digitalkompetenz sowas wie, ich kann ein Word-Dokument öffnen. Ne? Also nein, und das ist ja natürlich schon, wenn man sich halt vorstellt, dass es da wirklich um so basale Kompetenzen gibt, dann sollte man das nicht aus den Augen verlieren, weil es gibt tatsächlich Menschen, die eben an der Stelle noch außen vor sind. Ne? Das heißt also, ja, ich denke, Digitalkompetenzen haben noch ihren Wert, so wie sie genannt wurden und so wie sie halt bestimmte Bevölkerungsgruppen auch noch nicht haben. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist es wirklich schon nicht mehr voneinander zu trennen, weil auch dein Beispiel zum Thema Jugendliche und Social Media und so weiter, da ist ja genau
genau der Punkt, die Wirkung der Algorithmen dahinter zu verstehen, um zu verstehen, was dort passiert. Und ich denke, in dem Ausmaß, in dem halt Anwendungen immer stärker auch schon per se mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, wird das nicht mehr voneinander lösbar sein. Also das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das Hand in Hand gehen muss. Aber wenn man wirklich früh anfängt, die Digitalkompetenz ist auch in Schulen, auch wenn die Schulen da vorangehen, glaube ich, immer noch häufig unterrepräsentiert. Das liegt sicherlich auch an der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, da das schon ins Referendariat mit reinzubringen. Wie können wir unseren Schülern Digitalkompetenz und auch KI-Kompetenz grundsätzlich beibringen? Wenn ich einen Kollege höre, sein Sohn in der 8. Klasse fängt schon an, mit ChatGPT Hausarbeiten zu schreiben. Das wird sich nicht mehr wegdenken lassen. Aber ich finde, die Lehrer und Lehrerinnen müssen darin gebildet sein, wie gehen wir richtig damit um. Und das ist für mich schon auch ein Teil der Digitalkompetenz, dann das in die Schulen reinzubringen. Ja. Genau. Und Informatikunterricht ab 1. Klasse brauchen wir auch. Muss man immer noch mal wieder sagen. Medienkompetenz muss nicht Informatik sein. Wird schon als Start reichen. Ja. Informatik ab 1. Klasse. Kommen wir zurück zum KI-Innovationsökosystem. Ja. Und auch die Schulen dürfen nicht fehlen. Ja, auch da haben wir schon gesprochen mit der Bürgermeisterin, mit dem Schulamt, mit den geschäftsführenden Schulleitungen und machen dann ja auch dort gemeinsame Workshops, um die Lehrkräfte zu stärken, um selbst die Tools anzuwenden, aber auch damit umzugehen, wenn zum Beispiel Schüler in ihr Entschuldigungsschreiben dann über KI-gestützt dann entwerfen lassen. Genau. Also auch die Schulen dürfen nicht. Ja, ich bin nur eben hellhörig geworden bei dem Begriff Künstlerin. Was mich jetzt nochmal interessiert, bei dem, was fehlt, ob die Kunst und die KünstlerInnen in dem Ökosystem auch eine Rolle spielen können im Sinne der Erfahrbarkeit. Es gibt zum Beispiel viele Museen, die anfangen jetzt auch, was Metaverse angeht oder VR-Brillen etc. Da stehen die Leute Schlange, um sich die Dinger aufzusetzen. Ja? Und deswegen ist meine Frage, und ihr habt Ludwigsburg zum Beispiel als Hochschule hier in Baden-Württemberg, wo ja inzwischen schon mit Midjourney, die fangen ja an, Sachen zu kreieren, da gehen ja unglaublich viele Dinge ab, die dann zu erfahrbaren Lösungen führen. Deswegen war jetzt meine Frage noch, in welche Rolle spielt dieser künstlerische Sektor insgesamt in diesem Campus, Ökosystem etc.? Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Also ich muss gerade schielen, und zwar rechts auf Tristan Behrens, der ja auch gleich noch bei dem Get-Together AI-generierte Musik vorstellen wird. Und du bist ja Artist in Residence mit dem Schwerpunkt KI. Und das mit dem KI-Salon, was Markus da nochmal berichtet hat, ist einfach wirklich bemerkenswert. Und dann schiele ich doch jetzt mal ganz kurz nach Hamburg und schlage die Brücke, denn auch Hamburg ist wahnsinnig aktiv im Bereich Creative AI, um gerade auch nochmal die breite Bevölkerung für KI zu begeistern und es anfassbar zu machen und auch nochmal ganz, ganz andere Personen in den KI-Kontext hineinzubringen, die man sonst eigentlich nur in der Bubble einfach trifft. Ne? Genau. Und darf ich noch eine letzte Frage stellen? Du darfst. Bei euch zuhören, da ist sehr viel Mentalität von Machen und Tun und gemeinsam machen und so weiter, ja spürbar auf dem Podium. Was ja nicht immer selbstverständlich ist, auch in diesem Land, wenn es um Bildung geht. Mich würde jetzt interessieren, wo braucht es noch mehr davon, dass das Machen das Neue perfekt ist, wo wir nicht warten können, bis wir, gerade weil alles draußen so schnell galoppiert, wo sind sozusagen die dicken Bretter, wo wir vielleicht noch schneller bohren müssen oder wirklich in so einer Always-in-Beta-Mentalität die Dinge auf die Straße bringen müssen, weil es draußen so wahnsinnig schnell geht. Wo brauchen wir noch mehr davon? Machen. Nächster Schritt. Wo sind wir vielleicht noch zu zögerlich? Jan hat Antworten. Ich war nur einatmen. Ich habe über Engel nachgedacht. Also grundsätzlich glaube ich, dass das jetzt nicht nur ich finde es auch schön, dass es so bei dem KI-Thema uns so ein bisschen vereint und wir in die Richtung gehen. Das sollte aber so grundsätzlich bei allem sein. Ich denke, das ist so ein bisschen die deutsche Mentalität, eher vorsichtig zu sein, eher mal abzuwarten, alles perfekt machen zu wollen und nicht mal loszustarten. Und deshalb würde ich das gar nicht, wo soll das noch sein? Das sollte überall so sein. Das ist klar, aber jetzt in Bezug auf die KI-Thematik, auf die Thematik, die ihr gerade verhandelt. Ich glaube, Praxis und Machen, das ist ja genau das, wo wir herkommen, also als 42 Heilbronn, ja. Und ich glaube, das ist, es hat alles seine Berechtigung. Natürlich brauchen wir die Forschung, wir brauchen diesen anderen Ansatz, nochmal diese andere Blickweise drauf. Wir brauchen auch vielleicht diesen Dialog oder diese Konfrontation von diesen zwei verschiedenen Modellen. Aber ich glaube schon, dass man mehr ausprobieren muss einfach. Ja, man muss auch mal ein Risiko gehen, man muss auch mal bereit sein zu scheitern. Und das ist auch genau das, was wir bei der 42 eigentlich unseren Studierenden vermitteln wollen. Macht, probiert aus.
wenn ihr scheitert, wenn es ein Projekt mal nicht funktioniert, wenn Examen nicht bestanden ist, dann wiederholt es nochmal. Es geht darum, Fortschritt zu machen, zu lernen. Ja, und da gehört Scheitern dazu, aber da gehört vor allem erstmal Machen dazu. Nicola, du musst doch nochmal an der Stelle, also weil diese Frage irgendwie, wo müssen wir jetzt noch mehr und wo müssen wir jetzt noch schneller, ist natürlich interessant, weil ich denke, wir sollen uns jetzt auch erstmal freuen, dass es so schnell geht und dass es vorangeht und dass es gemeinsam geht. Ich glaube, was wir schon noch brauchen können, ist eine Reflexionsebene, die vielleicht auch mal fragt, wo lassen wir uns in der Art und Weise vor uns hertreiben oder wo treibt Silicon Valley uns auch in der Art und Weise vor sich her, die vielleicht uns nicht angemessen ist, wo wir eher mal überlegen sollten, wie es heute ja auch schon gesagt wird, welche Agenda steckt jetzt eigentlich dahinter, bestimmte Dinge so zu hypen und so als so wahnsinnig gefährlich darzustellen zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch, wenn wir uns angucken, was es schon an Methoden gibt, um zum Beispiel KI auch fair zu machen, auch explainable zu machen und so weiter. Da brauchen wir nicht so sehr ein Moratorium, wie wir ja schon hatten, sondern einfach mal unaufgeregt sprechen und nachdenken und dann gemeinsam tun und vielleicht nicht so ganz schnell, wie das jetzt dann auch so ist, aber dafür wirklich in der Art und Weise, dass wir das Gemeinsame, was wir bis dahin aufgebaut haben, auch wirklich umsetzen können. Mhm. Und in diesem Sinne, gibt es noch eine Frage? Ja, es gibt noch eine Frage aus dem Netz, die knüpft in umgekehrter Weise daran an. Frage, ist die Menschheit schon so verdummt, dass wir KI brauchen oder was steckt dahinter? Soll ich sie nochmal vorlesen? Die kommt jetzt ein bisschen wie, geht weit hinweg über regionale Fragen. Und jetzt kommt hier noch eine andere und dann können wir vielleicht die Schlussrunde, die letzten 3 Minuten. Hier. Schreibe nämlich meine Bachelorarbeit über KI im Bildungssystem. Das sind interne Schulterschlussfragen. Können sich direkt bei uns melden. Also, was steckt dahinter? Kann man dazu irgendwas, also gibt es irgendeine Antwort auf diese Frage? Ich glaube, KI eröffnet Möglichkeiten, zu denen die Menschheit vielleicht so gar nicht fähig ist, hat nichts mit Verdummung zu tun. Es ist eher eine Erleichterung der Tätigkeit. Wir haben gerade vorhin das Beispiel mit dem Arzt gehabt und der KI. Wenn die KI viel besser ist, oder treten wir zusammen die KI und den Arzt, dann haben wir vielleicht Möglichkeiten, die ohne nicht möglich wären. Und das heißt ja nicht, dass der Arzt schlecht ist, weil er vielleicht eine schlechtere Erkennungsrate hat. Aber ein Arzt kann nie das Wissen haben, das eine KI haben kann, das mit viel, viel mehr Daten gefüttert war. Als Beispiel ChatGPT. Kein Mensch kann das Wissen haben, was aus ChatGPT rauskommt. Ob das jetzt korrekt alles ist oder nicht, heutzutage sei mal dahingestellt, aber da kommen wir hin. Und von daher sehe ich eher die Unterstützung des Menschen. Man kann ja auch dieses Taschenrechner-Beispiel nehmen, nur weil der Taschenrechner erfunden wurde, heißt ja nicht, dass wir zu dumm sind zum Kopfrechnen, aber es gibt uns natürlich nochmal ein Tool an die Hand, wie es schneller geht und wie vielleicht nochmal wir deutlich komplexere Rechenaufgaben auch lösen können. Ganz kurz abschließend, Nicola, oder möchtest du einfach unsere Schlussrunde beginnen? Weil mich würde jetzt wirklich zum Ende interessieren, wenn wir in einem Jahr wiederkommen und vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal ein University Future Festival, oder? Ja, hier wird genickt. Ich würde jetzt gern jubeln und wunderbar. Wenn wir in einem Jahr wiederkommen, was sollte das KI-Bildungsökosystem in der Region Heilbronn erreicht haben? Nicola, magst du beginnen? Kurzes Schlussstatement. Kurz, genau. Also ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass wir zum Thema wirklich dann der Bildung, der Weiterbildung, der Qualifizierung an den verschiedenen Ecken und Enden schon einen großen Schritt weitergekommen sind und dass wir da dann richtig gut sind. Ich glaube, was dann noch ansteht, ist genau, wie es halt in Veränderungsprozessen immer ist, gibt es halt diese Oszillation zwischen hellem Wahn und der dumpfen Trübung. Ne? Und dazwischen irgendwo liegt so das Realitätsprinzip und ich glaube, da sind viele von uns schon sehr gut angekommen, aber wenn wir da noch alle mitnehmen, um da wirklich anzukommen, ich denke, das wäre in einem Jahr gut. Wunderbar, vielen Dank. Jan? Ja, meine Forderung geht wirklich auch hier an die 42 und Hochschule eigentlich direkt. Wir tun als Mittelständler schwer, die passenden Mitarbeitenden zu finden. Jetzt nicht nur, weil wir besonders weil wir Mittelständler sind. Die Region ist sehr, sehr voll mit Unternehmen. Die Konzerne haben eine viel größere Strahlkraft als wir als Mittelständler. Für uns wird niemand in die Region ziehen, nur um bei uns arbeiten zu können oder eher selten. Und auch wenn wir natürlich mit mobilem Arbeiten auch in moderne Arbeitswelten reingehen. Aber es ist trotzdem wichtig,
gewisse Zeiten vor Ort zu sein. Und wenn die Hochschulen und die 42 auch attraktive Curricula haben, die eine Anziehungskraft haben, dass junge Abiturientinnen, Abiturienten oder auch mit diversen Bildungshintergründen, wie es bei der 42 ist, in die Region kommen und dann auch hier bleiben möchten und sagen, hey, es ist spannend, was hier passiert, ich möchte die Entwicklung mitmachen, hilft es uns direkt, weil wir dann gut ausgebildete Leute haben, die hier vor Ort in der Region sitzen und Lust haben, was mitzugestalten. Mhm. Klare Hausaufgabe, glaube ich, ne, Miriam? Hausaufgaben. Also ich würde mich freuen, wenn wir bis in einem Jahr diesen bidirektionalen Austausch nochmal vertiefen. Also gerade wir natürlich als Bildungsanbieter diese Transparenz schaffen, quasi kommunizieren und ganz viel von dem, was wir schon im Petto haben, quasi an den Mann bringen. Aber auch quasi, wenn die davon profitieren, auch noch aktiv auf uns zugehen, zum Beispiel jetzt an der Mittelstandskonferenz teilnehmen und zum Beispiel mitgeben, was sind denn die Sachen, die wir brauchen, was sind die Ausbildungsskills, die wir brauchen und da quasi wir in den Dialog kommen, einmal institutionalisiert und einmal eben informell. Da freue ich mich einfach nächstes Jahr, was wir dann schon für Berichte haben von anderen Mittelständlern oder anderen Unternehmen, die dann berichten, wie sie unsere Bildungsangebote genutzt haben, um KI eben in die Anwendung zu bringen. Mhm. Wunderbar. Ich knüpfe da gerne ein bisschen bei Jan an. Jan, ich weiß, es gibt ja schon einen Austausch zwischen unserem Geschäftsführer, zwischen dem Thomas und IDS, zusammen eben ein Projekt auch zu entwickeln, dass wir in das Curriculum integrieren können. Und es ist natürlich unsere Intention hier, Talente auszubilden und die Talente eben auch regional unterzubringen. Ne? Und da sind wir total offen. Kommt zu uns, zeigt, was ihr zu bieten habt. Wir bieten ein attraktives Curriculum, wir versuchen hier einen Bildungsweg zu bieten, aber ihr als Unternehmen seid herzlich eingeladen, eben auch zu uns zu kommen, euch vorzustellen, zu sagen, hey, was könnt ihr denn da machen, wie kann euer Weg, wie kann auch euer Lernen, euer lebenslanges Lernen, eure Fortbildung aussehen, was bietet ihr an? Und ich gebe den Ball echt gerne zurück, ja. Und freue mich und ich hoffe auch wirklich, und das ist auch so ein bisschen, was ich denke, was für nächstes Jahr oder für ein Jahr perspektivisch toll wäre, wenn nicht nur wir zusammen was entwickeln, sondern dass jede Bildungseinrichtung, die in Heilbronn auf dem Bildungscampus angesiedelt ist, eben in Richtung KI eben ihr Curriculum oder ihr Ding nochmal ein Projekt reinbringt, das wirklich nah am Puls der Zeit ist. Perfekt. Ich glaube, ein besseres Schlusswort könnten wir ja fast gar nicht haben, denn ich glaube, wir sind da alle ganz, ganz willig, gerade in der Region Heilbronn. Und natürlich führen wir den Dialog mit den Bildungsteilnehmenden. Und das zeichnet auch das University Future Festival aus, dass wir die Studierenden auch an Bord haben. Gerade auch morgen kommt nochmal eine große Studierendengruppe von der FH Krems. Wir freuen uns dann natürlich sehr drauf, auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an das wunderbare Panel. Ich habe viel mitgenommen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und ich muss wirklich sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß hier in Heilbronn, weil auch einfach wirklich mal gemacht wird und weil es einfach sehr, sehr kooperativ ist. Und ich glaube, da können wir durchaus Strahlkraft auch für andere Regionen haben. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Toll, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, liebe Britta. Sehr gerne. Vielen Dank für diese tolle Moderation. Du hast ja eben Tristan schon angesprochen, nur noch ganz kurz. Ich möchte das doch aber noch mal spoilern. Ihr könnt mehr erfahren über ihn unter ai-guru.de. Er ist Experte für künstliche Intelligenz, KI-Komponist und KI-Ausbilder mit einer wirklich umfangreichen Expertise in Deep-Learning-Projekten. Also er weiß wirklich, was er tut. Die KI, die ihr jetzt gleich hören werdet, leider für diejenigen, die im Raum sind, die da draußen digital sind, vielleicht können wir ein Smartphone hinhalten und ihr vernetzt euch individuell oder so, damit das nach draußen getragen wird, ist wirklich von der KI special für diesen Abend geschrieben. Die Musik hat so, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Tristan, er lächelt sibyllinisch, ist auf alle Fälle ganz besonders für diesen Abend gedacht. Zum Netzwerken, ihr jetzt da draußen hinten in der Maschinenfabrik, wir freuen euch über jede und auf jede Informalität, jetzt mit euch zusammenzukommen und uns weiter auszutauschen. Und eins vielleicht noch kurz zu morgen. Wir haben
weiterhin einen fantastischen Line-Up. Wir erwarten die Koryphäe Helmut Kretschmer, Sven J. Körner, Vanessa Kan ist, glaube ich, die einzige Speakerin in dem Bereich hier, die auch Kickboxerin ist. Außerdem Manuel Dolderer, Matthias Bantel und Alexander Klein, Nicole Ondrusch, um nur einige zu nennen. Und was wir morgen auch haben, da geht es zur Fairness zurück. Wir haben einen Slot, da geht es um Menschen mit Beeinträchtigungen und wie wir da die Fairness und die Inklusion in dem Bereich der Nutzung mit KI und von KI fördern können. Das wird auch morgen eins unserer vielen Themen sein. Also, wer heute spät ins Bett geht, morgen früh wieder aufstehen, um 9 Uhr sind wir für euch und hoffentlich mit euch wieder da. Vielen Dank.